Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es um eine der klassischen formschlüssigen Verbindungen gehen, nämlich um die Nietverbindung. Viel Spaß dabei! Zunächst müssen wir uns anschauen, wie eine Nietverbindung grundsätzlich hergestellt wird. Dazu gehen wir davon aus, dass wir zwei Bleche miteinander verbinden wollen. In diese Bleche wird zunächst einmal eine Bohrung für den Niet eingebracht und diese Bohrung wird entgratet, damit kein allzu großer oder keine allzu große Kerbwirkung unter den Nietköpfen entstehen kann. Dann wird ein Rohniet in diese Bohrung gesteckt. Der Rohniet besteht aus einem Nietkopf und dem Nietschaft. Der Nietkopf wird über einen Gegenhalter auf das Blech gepresst und von der anderen Seite schließt ein Blechschließer die beiden Bleche, er drückt sie also zusammen. Und dann wird mit Hilfe eines Kopfformers, der auch Schellhammer oder Döpper genannt wird, durch axiales Stauchen der zweite Nietkopf geformt und die Verbindung ist hergestellt. Für die Berechnung ist es wichtig zu wissen, dass der Durchmesser des Rohnietschaftes zunächst einmal kleiner ist als der Bohrungsdurchmesser. Man sieht das hier am Beispiel eines 6 mm Niets. Der wird in eine 6,3 mm Bohrung eingebracht. Der Schaft füllt also die Bohrung zunächst einmal nicht komplett aus. Erst wenn durch axiales Verformen der zweite Kopf geformt wird, staucht sich der Schaft und füllt dann das gesamte Bohrloch aus. Und als Spannungsquerschnitt wird daher nicht der Durchmesser des Rohschafts angenommen, sondern der Durchmesser der Bohrung. Wenn wir den Einzelniet bzw. die Nietverbindung berechnen wollen, müssen wir uns zunächst anschauen, welche Bereiche des Niets eigentlich im Kraftfluss liegen bzw. beansprucht werden. Und dazu nehmen wir an, dass wir zwei Bleche mit drei Nieten verbunden haben und jetzt mit einer Kraft F diese beiden Bleche auseinander bewegen wollen. Dann liegt der Niet im Kraftfluss und es entstehen im Prinzip zwei beanspruchte Zonen. Zum einen entsteht eine Lochleibung zwischen der Bohrung und der Mantelfläche des Nietschafts und es entsteht eine Scherebene genau in der Teilung zwischen den beiden Blechen. Und für diese beiden Querschnitte müssen wir zumindest Festigkeitsberechnungen durchführen. Der Lochleibungsdruck Sigma L ergibt sich aus der Kraft dividiert durch die relevante Fläche. Und die relevante Fläche ist D mal S. Beziehungsweise, wenn man unterschiedlich starke Bleche miteinander verbindet, dann S-min, also die Stärke des dünneren Blechs. Und da man nicht nur ein Niet einsetzt, sondern üblicherweise mehrere, muss man die Fläche des Einzelniets noch multiplizieren mit der Anzahl der Niete. Sodass sich für die Lochleibung Sigma L ergibt F dividiert durch N mal D mal S-min. Und dieser Lochleibungsdruck, dieser vorhandene Lochleibungsdruck, muss kleiner sein als der zulässige Lochleibungsdruck. Die Scherspannung ist eine Schubspannung und die relevante Querschnittsfläche ist also der Kreisquerschnitt des Nietschafts. Wobei man hier wieder aufpassen muss, dass wir eben nicht den Durchmesser des Rohniets verwenden, sondern den Durchmesser der Bohrung. Das heißt, der Spannungsquerschnitt ergibt sich aus Pi mal d Quadratviertel multipliziert mit der Anzahl der Niete und mit der Anzahl der Scherfugen. Die Anzahl der Scherfugen wird in der Literatur auch als Schnittigkeit bezeichnet und ist hier in der Gleichung mit m bezeichnet. Was ist das? Was meint man damit? Die Schnittigkeit bezeichnet die Anzahl der tragenden Querschnitte. Das sieht man hier im Beispiel ganz gut, wenn man sich mal betrachtet, worin der Unterschied besteht, ob man zwei Bleche miteinander verbindet oder drei Bleche. Bei zwei Blechen, wenn man die auseinanderzieht, entsteht genau eine Scherfuge. Das heißt, m ist gleich 1. Hat man drei Bleche und zieht die auch alle auseinander, das heißt, liegt jedes Blech im Kraftfluss, dann entstehen zwei Scherfugen. Dementsprechend ist m gleich 2. Die Scherspannung im Nietschaft Tau S ergibt sich damit aus der Kraft F dividiert durch N mal M mal Pi mal D Quadrat Viertel. Und diese
vorhandene Schubspannung im Niet schafft oder vorhandene Scherspannung im Niet schafft, muss kleiner sein als eine zulässige Spannung. Neben den Berechnungen am Niet selbst muss man noch berücksichtigen, dass man auch die Bleche durch das Einbringen der Bohrungen für die Niete schwächt. Das heißt, die Spannungen werden im Bereich der Nietverbindung nur über einen reduzierten Blechquerschnitt übertragen. Und dieser reduzierte Blechquerschnitt AR ergibt sich aus der Ausgangsfläche des unverletzten Blechs minus die Summe der Querschnittsflächen der Bohrungen, also N mal D mal S. Und die Spannung mit dem reduzierten Querschnitt muss kleiner sein als die zulässige Spannung. Das heißt, es muss gelten, Sigma Z als vorhandene Zugspannung im reduzierten Querschnitt ergibt sich aus der Kraft F dividiert durch den reduzierten Querschnitt und das wiederum muss kleiner sein als eine zulässige Zugspannung für das Blechmaterial. So viel zu den Grundlagen. Und das waren wirklich nur die absoluten Grundgleichungen, die ich jetzt gezeigt habe. Man könnte das noch erheblich erweitern. Es gibt für die praktische Berechnung einige Richtlinien, die man heranziehen kann, um Nietverbindungen genauer auszulegen und zu berechnen. Das würde aber den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich bin daher für heute wieder am Ende dieses Videos. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.